Geh voran, ich folge dir. Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird er Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind aktuell in der Hauptquest und versuchen wieder irgendwelche Intrigen. Ich ziehe lieber die Kapuze auf. Was wir jetzt alles sehen, hier waren wir ja schon überall. Anhalten. Und ja, mal gucken. Ja, dann komm, mach doch mal hier. So. Findet Tedmund an der Tür ihn. So, eigentlich dürfen hier keine Wachen sein, weil wir haben ja eigentlich alle getötet. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Haus da ab, der... Ja. Was macht der Esel da? Der Esel versucht, ins Haus zu kommen. Oh, leid, Esel. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird er Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält. So, wo ist der Typ denn jetzt? Den doch gerade noch gesehen. Naja. Oder ist er jetzt woanders? Jetzt haben wir ihn irgendwo auf der Karte? Ja, nee, nicht wirklich. Moment, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Leute, Moment, ich mache das mal kurz. Dann geht es weiter. So. Was war das denn? Hi. Biras Edestin and from. Was? Hey, Biras. Fula. Es ist irgendwie so kalt verpackt, kann das sein? Help us, Lalwa! Wir sind ein Team, ein Astram! Hey, Paras! Fluva! Weil der ja auch noch gar nicht Deutsch redet. Help us, Lalwa! Ja, dann mach mal. Wir sind ein Team, ein Astram! Warte mal, ich kann gerade auch nicht speichern. Hey, Paras! Fluva! Also ich muss sagen, das ist ein bisschen nervig, diese ganzen Bugs. Ich muss laden. Aber das ist doch echt nervig. Diese Bugs sind echt hart nervig. Habe ich jetzt gespeichert oder geladen? Nee, geladen. Aber das ist richtig nervig, muss ich ehrlich sagen. Sorry. Okay, jetzt sind wir hier. Der
der Gute war ja eigentlich hier drin. Jetzt ist er nämlich nicht mehr hier drin. Naja. Das muss man irgendwie neu finden. Vielleicht alle umbringen erstmal. Machen wir das. Bringe ich jetzt erstmal alle Soldaten hier um. Dein Glück schwindet! Bin noch nicht so ganz. Ich würde ihn ja gerne entführen, aber wenn ich ihn nicht anwählen kann. Ich kann ihn ja nicht mehr töten. Hey, Fares! Bist du fertig? Jetzt darf ich ihn. Bitte! Ich bring euch gar nicht! Machen! Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet! Lass mich gehen! Hör auf, rumzujaulen und du überlebst! Überleben! Oh, Heilige, beschützt mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweig, nicht deine Heiligen. Flieh! Wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen. Oh. Keine Ahnung, wo Bass ihm hinlaufen will. Er kann mit der Luft drehen. Wir laufen hier lang. Lalalala. Da bist du ja wieder. Nun, das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen. Und ohne, dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor aller Augen. Das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden... Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ! Sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge. Er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Tan Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du wirst uns zu Tedmund bringen. Es gibt nur einen Weg. Vielleicht sollte ich dich töten. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten.
Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hofes Kester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Wir nehmen ihn mit. Du mit ihm. Nee, ich glaube, der würde ihn sogar töten. Wir nehmen ihn mit. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Ja, wir werden sehen, ne? Was jetzt passiert. Nein, noch mit Skepsis mit dem Ab. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Ihr habt unsere Leute ermordet. Männer, Frauen, Kinder. Hört auf zu kläffen, ihr Hunde. Ihr seid uns Sklavencamps. Ich bin eingeladen. Dann schauen wir mal. Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hofes Kester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hofes Kester? Das... nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und eine Dänin? Ich bin hier, um den Tarn zu helfen. Du musst dich irren. Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer Dänenland. Nordwege. Dänenland. Du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten! Jeden einzelnen von... Verzeih, nein. Lass sie hier. Gefesselt. Als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Husch! Sehr überzeugend ist er nun nicht jetzt, Tarn, ne? Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh! Schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Sicherlich nicht. Ja, beeilt euch, Männer!
Warme Schinkel und Ale warten uns. Kommt schon, ihr Faulpelze. Ihr habt Tedmunds Befehl gehört. Festgebunden wie Tiere. Ich muss sie befreien. Ich danke dir. Vielmals. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts, doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstungen der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut, das gibt uns Zeit zum Trinken. Na, ich weiß ja mal noch nicht mit Basima. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich... Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das hört sich so an, als hätte er auch selber Kinder gehabt. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Basim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Alles. Und jetzt ist er auf dem Rachefeldzug. Kann ich mir gut vorstellen. Da die
Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Hofes Kester wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Ah, da hinten ganz okay. Können ja hier so durchlaufen, dann ist das Ding hier auch aufgedeckt. Wir haben aber 6 Punkte. Bei 6 Punkten wollte ich die auf jeden Fall einmal verteilen. Und da wir ja die roten komplett haben, abgesehen von denen jetzt hier, aber deswegen würde ich jetzt das gelbe machen. So, 6 Punkte. Auf jeden Fall den Punkt hier. Okay. 3. Ja. 6. Was ist es denn hier, die Lücke schließen? Hier um und dann ab in den Fernloch. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Irgendwas zum Verbessern hier. Ist eine neue Stiefel, aber die wollen wir hier verbessern. Auf dem höchsten Level. Ach, wir brauchen auf jeden Fall noch Gold, Leute, ne? Damit wir hier alles noch auf Gold-Level-Niveau bringen können. Naja, so, ach so. Wir laufen einmal hier auf jeden Fall durch und dann darüber. Rufen natürlich einmal Lady. Also denke ich mal schon, dass er sehr stark auf Rache aus sein wird und dann wird da irgendwie noch was kommen. Mit ziemlicher Sicherheit. Deswegen vertraue ich dem nicht. Ah, jetzt ist das komplett frei. Sehr schön. Höhe. Oh, ein Schnellreisepunkt. Aber vom Ding haben wir jetzt hier alles, ne? Ja, alle 3 Punkte sind da. Sitzt der da schon? Das ist also schon mal eine Fantasie, ne? Wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als ich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Ava? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Hofes Kester. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch.
das Tor auf. Au. Los, kommt! Schilde! Einmal. Und Angriff! Vorsicht! Boah, nochmal. Okay. Und Angriff! Oh. Brennende Ölkessel. Okay, da drinnen. Die Minischätze holen wir, glaube ich, später erst. Naja, auch hier ist direkt einer. Wir müssen da irgendwie rein. Wir sind irgendwie hier falsch. Oben. Bei dir oder was? Sei es wirklich. Komm, wir machen das später. Wir sind jetzt noch mitten im Angriff. Da ist auch noch einer, auf der anderen Seite. What the hell? Okay. Okay, da war ich schon unkonzentriert. We'll try it again. Also ich schätze, hole ich echt erst danach, wenn wir da durch sind. Ist, glaube ich, echt besser. Weil sonst bin ich zu sehr abgelenkt von dem Geschehen. Sieht man ja. Und dann sterbe ich. Das ist nicht gut. So, komm schon. Ciao, ciao. Ein bisschen angeschlagen. Gestern war nämlich Silvester. Für mich, für euch nicht. Ihr liegt einen Tag hinter mir sozusagen. Vor mir? Vor mir. Gedrick. Gut gemacht, Ava. Okay, das Tor ist auf. Okay. Dann werden wir sie löschen. So, direkt hier hoch. Direkt kaputt machen. Gerät kaputt machen. Wow. Direkt da hoch. Okay, ich muss das mit Pfeilen machen. Weil es brennt hier nämlich alles weg. Alles. Oh, wow, wow. So, da hätten wir sie wieder hin. Ja, ja, Alter. Ölkessel.
viel Öl. Hier noch mehr Öl, ja. Die Ölkiste sind echt fies. Da sind immer noch Ölkiste. Du stinkender Bastard! Christus wird uns beistehen! Aber hier sind ja auch noch Leute, ey! Warum sind hier noch Leute? Dass der Bock vorbeikommen. Jetzt auf jeden Fall nicht. Einmal oder zweimal noch. Ich habe mein Leben auf jeden Fall im Blick. Und los! Vorsicht!
Oh, los! Oh, ey. Das Ding steht aber auf Banane. Dann müssen wir weiter oben. So, finde uns. So, die anderen kümmern sich darum. Ich gehe direkt zu den Zielen. Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Mama. Ja, dann kletter auch bitte. Da ist ein... Noch einer. Da war ein offenes Fenster. Und komm schon. Hoch. Und rein da. Okay, das geht nicht. Was übersprungen oder so? Ich hab keine Ahnung. Also anspruchsvoll sind die Fahnen. Wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tan Tedmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchen! Götter, ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden. Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert. Gepriesen sei Gott. Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Ton Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Bleib ruhig, sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin die... Kehle aufschlitzt. Ah, nicht so grob, Heide. Pass auf, wie du mich anpackst. Du wirst sterben für all die Demütigungen, die ich durch dich erdulden Das hat nichts musste. Mit dir zu tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Genug. Sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10. Okay. Da! Ihr dort! Heiden! Lass diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf diese Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christus-Sklave. 20 Truhen Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert.
Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht verdächtig finde, Abt. Hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Meine Asthma. Er ist tot. Da war Gift im Spiel, kein Zweifel. Nein! Den Mann auf! Er kann nicht tot sein! Er darf nicht tot sein! Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen! Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte. Doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je. Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Ah, er hat sich selber umgebracht. So eine feige Nudel. So eine feige Nudel. Achso. Ah, okay. Dann könnte man mit Gedrick einmal reden und danach würde ich mich um die kleinen Schätze kümmern. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus Westsaxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. Ich darf hier nicht erwischt werden. Noch Abzünde. Ja, das machen wir alles gleich. Beziehungsweise in der nächsten Folge. So, wir wollen jetzt erstmal die kleinen Minischätze sammeln. Die 4 Stück da. 5 Stück. Und dann gucken wir, was noch so weiter passiert. Da oben ist was. Okay, klettern wir da oben rauf. Hier. Kannst du wieder da hoch. So. Da hoch. Rein. Okay. Aber mein Lieben, ich würde sonst tatsächlich sagen, die kleinen Schätze, die suchen wir uns tatsächlich das nächste Mal raus und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser Folge. Es hat euch gefallen. Wenn ihr das nicht schon getan habt, würde ich mich natürlich über ein Abo und ein Like mega freuen. Und wir hören und stören uns das nächste Mal. Bis dann.